Verehrte Unternehmer, herzlich willkommen zu unserer Reihe Agenda 2019, was für die Wirtschaft wichtig ist. Marktwirtschaftler reiben sich verwundert die Augen. Die Konjunktur scheint sich dem Ende zuzuneigen und aus der Politik bekommen wir milliardenschwere Rentenversprechungen aus dem Arbeitsministerium, milliardenschwere Aufwendungen für den Kohleausstieg und Wirtschaftsminister Altmaier hat jetzt plötzlich eine staatlich subventionierte Industriepolitik für Großkonzerne für sich entdeckt. Die Frage ist, tun wir in Deutschland das Richtige? Setzen wir die richtigen Schwerpunkte? Die Frage stellen wir mit dem Fokus auf IT, künstliche Intelligenz und Digitalisierung, Herrn Dr. Grün, dem CEO der Grün Software AG und dem Präsidenten des Bundesverbandes IT Mittelstand. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Herr Dr. Grün. Vielen Dank. Die Frage steht im Raum, wie schätzen Sie das ein? Setzen wir in der Politik im Moment die richtigen Schwerpunkte in Richtung Zukunftsfähigkeit? Ja, man sieht es ja schon an Ihren Beispielen, dass es eher um Verteilung von Mitteln geht und weniger um die richtigen Schwerpunkte aus meiner Sicht. Die Schwerpunkte müssen natürlich viel mehr auf Innovativität und Digitalisierung gesetzt werden. Und in den Bereichen, wo man dann auf Digitalisierung setzt, ist leider das Mindset falsch rum. Also ich würde sagen, es geht eher so um Bedenken tragen statt Chancen jagen. Und alles, was getan wird, führt eigentlich dazu, es gibt so ein altes Sprichwort, ein chinesisches Mauern zu bauen statt Windmühlen, obwohl wirklich der Wind der Innovation weht oder der Veränderung der digitalen Revolution. Und da mache ich mir schon Sorgen, wenn ich das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sehe oder die Urheberrechtsnovelle oder auch jetzt ehrlich gesagt die Industriestrategie. Ja, aber das Stichwort oder das Schlagwort Digitalisierung wird natürlich allenweilen im Munde geführt. Die Bundesregierung hat jetzt kürzlich ja auch mit einem großen Bimborium den Digitalpakt beschlossen. Ist das etwas, was für Sie als Fachmann, als Branchenkenner ausreichend ist? Also das ist immerhin das einzig Positive, was mir einfällt im Moment. Es ist also positiv, es ist gut, dass diese 5 Milliarden jetzt beschlossen worden sind und dass jetzt man natürlich hoffen kann, dass es auch dann bei den Schulen ankommt. Also würde ich gerne die Länder auch auffordern, das auch umzusetzen, dass es ankommt. Also sehr positiv. Es hat allerdings jahrelang gedauert. Zuletzt hat unser Föderalismus, der in der Bildung vielleicht aus meiner Sicht nicht immer sinnvoll ist, auch nochmal zu Verzögerungen gesorgt. Aber jetzt ist es da. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt bei der Digitalisierung in den Schulen eben nicht nur das Geld einsetzen in die Infrastruktur, was sicherlich passiert, also den berühmten Tablets, sondern dass man eben auch weiterschaut. Wir empfehlen schon seit vielen Jahren, dass es so etwas geben muss wie Digitalkunde ab Grundschulen. Da geht es tatsächlich darum, dass die Digitalisierung sowohl als Anwender als auch als Gestalter gelernt wird. Als Anwender ist dann das klassische Medienkompetenz, das die Kinder lernen. Und als Gestalter aber eben wirklich programmieren, das halten wir für sehr wichtig. Und auch der Beirat Junge Digitale Wirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium, dem ich auch angehöre, hat schon vor mehreren Jahren dringend dazu aufgefordert, Digitalkunde ab der Grundschule einzuführen. Das passiert leider nicht. Und als letztes noch, als dritter Block sozusagen bei der Digitalisierung in Schulen, denke ich, ist es wichtig, dass man ja auch digitale Lernkonzepte oder neue Lernkonzepte umsetzt. Es gibt also neue Lernkonzepte, wo man einfach in allen Fächern wirklich didaktisch anders agieren kann mit Flipped Classroom und da gibt es ganz viele Mechanismen. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen dazu führt mit dem Digitalpakt, dass da sich dann doch mal jemand aufmacht. Erleben Sie ein Manko bei jungen Leuten? Sie sind ja eben auch als CEO der Grün Software AG Unternehmer. Erleben Sie ein Manko, einen Handlungsbedarf in Sachen Bildung und digitaler Bildung eigentlich? Ja, also absolut. Klar, was bei uns ankommt, ist interessiert an der Digitalisierung, aber ich habe ja auch 3 Kinder. Und mein Sohn habe ich schon so weit. Und unsere beiden Töchter, die müssen eben in der Schule das erleben, was ich vor 40 Jahren erlebt habe, also schwere Tonnen schleppen. Und es wird jetzt in NRW, obwohl wir von G8 auf G9 gehen, entgegen allen Zusagen wieder nicht Informatik als Pflichtfach eingeführt. Also es ist schon bedenklich, dass die Schulkonzepte nach dem entsprechen von vor 40 Jahren. Und insofern entsteht da ein Manko. Und wir verlieren übrigens die Mädels zwischen, sagen wir mal, 6 und 13 Jahren. Und dann haben die keine Lust mehr auf diese, sagen wir mal, MINT-Fächer. Kommen wir zurück zum Thema Wirtschaft und Digitalisierung, auch Thema Industriepolitik. Gemeinhin sagt man ja, dass die Innovation vor allem von den jungen, schnellen, agilen Unternehmen gebracht wird.
Und die Sie ja unter anderem eben auch vertreten als Präsident des Bundesverbandes eben IT-Mittelstand. Da nochmal gefragt, sind die Schwerpunkte, die von der Bundesregierung gelegt werden, jetzt auch nochmal mit dem Impuls lenkende Industriepolitik von Wirtschaftsminister Altmaier, würden Sie sagen, es wird genug getan? Oder ist der IT-Mittelstand schon gut genug aufgestellt, dass wir mithalten können mit den Innovationen, die ja weltweit gemacht werden? Also zu Ihrer ersten Frage erstmal, was die Industriestrategie betrifft von Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Also die Analyse ist richtig, dass wir in den letzten 10 Jahren stark abgeschlagen sind in technologieorientierten Unternehmen, dass wir letztlich eine Gefahr auf uns zukommt. Die Schlussfolgerung davon halte ich für vollkommen falsch. Also das ist ja reine Industriepolitik. Industriepolitik hat natürlich ja immer so diverse Probleme. Es wird also quasi ohne Grundlage werden eigentlich gewisse Unternehmen herausgepickt und als nationale Champions ausgerufen. Letztlich glaube ich schon, dass man auch in diesem Umfeld dann letztlich ja, Innovation mit Größe verwechselt, weil Größe macht es nicht aus. Ich möchte nur an den Nokia-Effekt erinnern. Da hat auch keiner gedacht, dass es passiert. Und ich glaube, der Erfolg in Deutschland basiert gar nicht auf diesen Großunternehmen, die jetzt gefördert werden sollen, sondern ich glaube, dass der Erfolg basiert wirklich auf den vielen mittelständischen Hidden Champions. Und die haben das sicherlich nicht durch Größe erreicht, sondern durch Innovation. Also zu diesen drei Problemen der Industriepolitik noch mal ganz kurz. Ich glaube, es ist ganz wesentlich, die Politik, wenn sie investiert, was sie dann ja quasi tut, weiß natürlich nicht besser als ein privater Investor, was eventuell zukunftsfähig ist bei Siemens oder wo auch immer. Aber im zweiten Schritt würde ein privater Investor natürlich viel eher wieder aussteigen, wenn es nicht funktioniert. Da tut sich die Politik schwer, das wissen wir alle. Und drittens ist es natürlich so, dass solche geförderten Unternehmen dann am Ende des Tages auch letztlich irgendwo ein Missbrauch entstehen kann, Privilegien haben. Also wir halten das für überhaupt gar keinen guten Weg. Gibt es an Rahmenbedingungen etwas, was Sie als Vertreter für den Mittelstand im Bereich IT sehen, wo die Politik mehr tun könnte, vielleicht speziell eben diese auch ja letztlich auch entscheidenden Unternehmen für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands stärker zu unterstützen? Oder sind Sie froh, wenn Sie in Ruhe gelassen werden können, um Innovationen zu betreiben? Also erstmal, unsere Grundlage ist tatsächlich Unternehmertum. Also eigentlich ist auch die Idee unseres Verbandes, Networking zu machen und gute Geschäfte zu machen. Das Problem ist nur, dass die Politik eben immer genau das Gegenteil tut, eben uns Steine in den Weg legt und nicht die Dinge tut, die sie tun sollte. Da sind wir nicht sehr glücklich. Infrastruktur ist ein Riesenthema seit vielen Jahren. Das wissen wir alle. Glasfaserpenetration in Deutschland ist viel zu schwach. Die 5G-Versteigerung ist zum wiederholten Male verschoben worden. Digitale Bildung hatten wir gerade schon ein bisschen. Natürlich gibt es auch viele Themen wie ein zentrales Digitalisierungsministerium, was wir immer gefordert haben. Jetzt sehen wir, was passiert, wenn die Zuständigkeiten auf 12 Stellen verteilt sind. Aber wir haben auch viele konkrete Vorschläge, wie zum Beispiel eine Sofortabschreibung für mittelständische Unternehmen bei Digitalinvestitionen, dass man also so einfach einen digitalen Ruck in den Mittelstand kriegt, weil ich glaube, die Digitalisierung des Mittelstandes, des Gesamtmittelstandes, der letztlich unser Rückgrat ist, ist tatsächlich entscheidend dafür, ob wir die Digitalisierung noch meistern werden in den nächsten 20 Jahren oder eben nicht. Und dazu könnte die Politik sicherlich mehr tun. Wichtig ist vielleicht noch hier, dass kleinteiligeren Maßnahmen wie jetzt Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder ganz aktuell die Urheberrechtsnovelle dann wirklich so gigantische Steine in den Weg legen, dass Gründertum und auch mittelständische Unternehmer wirklich es schwer haben, wie Sie so schön sagten, in Ruhe zu arbeiten und gut zu wirtschaften, was wir eigentlich wollen. Vielen Dank für das Gespräch. Wir werden bei der Sache natürlich am Ball bleiben müssen, denn es ist der entscheidende Baustein letztlich für die weitere Prosperität unseres Standorts. Haben Sie vielen Dank soweit für Ihr Gespräch, verehrte Zuschauer. Vielen Dank für Ihr Interesse.